Hey yo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Ja, dreh dich. Na los, hallo. Macht er nicht mehr? Er will nicht mehr, na gut. Wir haben ja letztes Mal die große Inselprüfung abgeschlossen. Und somit die erste Insel, glaube ich, fertig. Ich weiß nicht. Weiß auch nicht, wo wir jetzt hin müssen, by the way. Mal kurz die Pokémon angucken. Also wir können auf jeden Fall jetzt Lutscher, Schraubenboy. Also Krabs hauen wir auf jeden Fall raus. Krähenfuß verunlicht. Ich glaube, Krähenfuß hauen wir auch raus. Erstmal kurz zum Pokécenter. Yo. Hier müssten doch noch irgendwo Dings sein. Ich glaube, hier war doch der eine. Jawohl, genau. Hier. Tauros, komm ran, Junge! Ja, hallo? Okay. Ach, wir können auch so. Wie dumm. Oh, Mann. Hier? Ach so, ja. Bap. Oh, geil, ist eine Abkürzung. Oder was? Nee. Irgendwie doch nicht. Ah, da ist ein Pokéball. Okay. Lauf! Hui! Was haben wir hier? So, ja, ist mir klar. Nugget! Geld! Ja! Was haben wir hier? Hallo? Okay. Ja, ich möchte da runter rennen. Nee, nee. So, mal die Pokémon ablegen, nicht wahr? Dich behalten wir wegen keine Schwäche und so. Item. Ja. Obwohl ich Grammox eigentlich mag, aber egal. Du. Nee. Komisches Pokémon. Du bist schon allein hässlich. Dich feiere ich. Wir haben jetzt zwei Elektro und zwei Flug. Deswegen kommt Magnetilo vielleicht noch raus, aber erstmal behalten wir ihn. Dich mal nach vorne. Okay. Wie ruft man denn Tauros eigentlich einfach so? Ah. Nice. Ich weiß nicht mehr, wo Dings waren, um ehrlich zu sein. Ach, stimmt, wir sollten in die Stadt, weil jetzt hier die Sachen fertig sind. Hier die Mall und so. Was ist das nochmal? Ach, das war das Touristeninformationscenter? Wir sind kein Tourist. Oh, hier kann man auch rein. Okay.
Sorry, ich muss mich irgendwie gerade die ganze Zeit räuspern, das nervt. Okay, Magnetilo. Ich glaube, wir hauen den mal weg. Kampf ist sehr effektiv. Bap! Einfach nur eine Abkürzung. Oder was? Da ist ein T. Hafen. Ach, am Hafen waren wir. Gehen wir doch hier mal rein. Weil da eine TM ist. Technische Maschine. Jawohl. Widerhall? Angriff mit Widerhall schon wird dieser in jeder Runde von jemandem wiederholt, steigt die Stärke. Kann niemand lernen? Nice. Du kannst auch Ruheort lernen. Whitney. Ja. Scheiß auf rechte Hand. Jawohl. Du kannst Durchbruch lernen. Kann, ja, egal. Okay. Ich habe in einem Stream gesehen, dass anscheinend lockt man wilde Pokémon nicht so krass an, wenn man nur geht und nicht läuft. Tauros, Junge! Ja! Yes. Das Viech ist immer auf Speed irgendwie, habe ich das Gefühl. was war das nochmal? Rathaus, achso. Scheiß aufs Rathaus. Hier gab es diese Fastfood-Zeug. Fotoclub. Ach ja, wir sollen hier hin. Gar keinen Bock auf ein Foto, aber egal. Ein Trainer mit MZ-Kraftring, ja! Malola Fotoclub, kannst du dich mit deinem Lieblings-Pokémon in verschiedenen Posen ablichten lassen? Wenn du schon mal hier bist, solltest du das unbedingt mal ausprobieren. Yay. Es ist mir so egal, um ehrlich zu sein. Ich will einfach... Boah, ist die Quali, ey. Ist ja ultra kacke. Okay, die Katze schämt sich ein bisschen. Huh. Beenden. Was ist ein Geschenk für uns? Ja. Sowas. Ja. Es ist mir egal. Nein. Nein, oder auch nie. Wir werden es nie tun, Freundchen. Also, na! Was hast du? Konto, ja. Sich in deinem Team ein Pokémon aus einer anderen Region befindet. Ja, bitte. Magnetilo, obviously. Hä?
ist das? Nee. Also, ein absoluter Fotomuffel in Real Life und in Game. Hey, Luke! Oh, sein Fies hat sich entwickelt. Ja, wir haben. Wrestler Zero hat kein Foto gemacht, Junge. Aber egal. Aber jetzt geht unsere Inselwanderschaft weiter. Nächste halt Akala. Los geht's. Verzichte erstmal auf Fotoshootings und Deko-Elemente. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen. Arboretos perfekt in Szene zu setzen, weißt du? Ich werde dich nicht zu lange warten lassen. Okay. Ich bin schon total gespannt, was uns bei der nächsten Prüfung erwartet. Finden wir es heraus. Ich möchte aber noch nicht hin. Luke, Tali, ihr kommt genau richtig. Ihr seid gekommen, aber okay. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Was das Thema angeht, um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken von Mantax nach Akala reisen. Ich hoffe, dass Luke mir dabei Gesellschaft leisten wird. Aber die Yacht? Komm schon. Stell dir nur mal vor, wie toll es sein muss, auf Mantax Rücken zu surfen. Die alte Yacht von Professor Kukui sieht außerdem alles andere als seetüchtig aus. Verstehe. Dann will ich mal nicht so sein, Tali. Dass du dir lieber von einem Pokémon helfen lassen willst, zeigt, dass du verstanden hast, worauf es bei der Inselwanderschaft ankommt. Ist klar. Yippie! Danke, Professor. Dann sehen wir uns auf Akala. Luke, ich warte am Big Wave Beach bei Route 2 auf dich. Alright. Luke, darf ich dich um etwas bitten? Klar. Ich möchte Wölkchen helfen, in seine Heimat zurückzukehren. Ich hatte dir ja schon davon erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer sehr brenzligen Situation gerettet hat. Deshalb möchte ich nun ihm helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Luke. Das muss sich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Natürlich helfe ich dir. Vielen Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das hätte ich nämlich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf Akala, der nächsten Insel, wieder. Alright. Macht es gut. Mach Maschok, nee, Maschumai. Mai Mai. Ich mag Maschumai. Ich hab gern vier Arme. Ist hier irgendwo ein Sticker vielleicht? Nee. Tauros, komm rum, Junge. Was ist das hier eigentlich? Das ist die Bullerei, okay. Entschuldigung, Polizeistation. Oh. Oh, kann ich die Schlüssel klauen? Schade. Okay. Dann nochmal auf die Route. Da hinten sind Autos. Waren überhaupt schon mal Autos in Pokémon-Spielen gesehen? Oh, und ein Sticker, hallo. Wir laufen mal rum. War hier nicht eine Mall irgendwo, die jetzt fertig ist? Jo. Ja. Zwischen Informationen. Wow. Danke für die nicht helfende Info. Gibt irgendwer uns was? Da ist ein Alola Slimer. Hallo. Hey, du da. Ja, genau, du da. Was fällt dir ein, hier so rumzutrampeln? Da habe ich doch eben erst sauber gemacht. Willst du etwa meine Arbeit zunichte machen? Spann dich mal, Junge. Du hast einen fucking Slimer als Pokémon. Was erwartest du? Ausgerechnet heute fand hier auch noch die Pokémobilparade von Alola statt. Da haben die Pokémon natürlich überall allerlei Müll hinterlassen. Nichts gemacht, ey. Vielleicht kommst du mir nicht davon. Du wirst mir jetzt helfen, zur Hand gehen. WTF? Ach, Controller. So. Ach, hoffentlich geht's besser. Mein Gott. Scheiß Controller-Disconnects immer. So. Ach so, wir müssen es ja ihm geben.
Okay, irgendwo gibt es noch Müll. Okay, da dürfen wir nicht rein. Beziehungsweise da ist kein Müll. Hier irgendwo vielleicht. Da. Das sieht man einfach fast gar nicht, ey, krass. So. Kriegen wir jetzt irgendwas? Wow. Kanon. Was macht das? Ja, ja. Aber mich nicht voll. Unglaublicher Typ, ey. Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon kann die Attacke mehrfach auslösen und die Stärke steigt. Was ist hier alles eigentlich? Unverschämtheit. So ein fürchterlicher Laden. Hey du da. Vornehmes Essen. Okay. Kampfbuffet. Wie ein Pokémon-Trainer einer. Nehmen wir mal teil. Muss, wenn man sich streitet um Essen, dann muss man einen Pokémon-Kampf machen, natürlich. Okay. Ja, hallo? Das nehme ich. Ist das dumm. Ja, er will auch das Omelette haben. Ja, Mensch. Dann haben wir halt dein Pokémon aufs Maul. Ach so, weil er normal fliegen ist. Schade. Ja. Deswegen ist es nicht sehr effektiv. Verteidigung sinkt, ja gut, das interessiert mich nicht, weil du bist jetzt nämlich tot. Ja. Schraubenboy ist Level 17. Ultraschall. Was macht Ultraschall nochmal? 20 KP Schaden. Nö. Voll kacke. Beziehungsweise auf Level 1 ist es halt OP. Dann nehmen wir halt das. Jetzt gegen sie kämpfen. Ist das dämlich. Astrainer Marike. Kano. Stab, Karate, Schlag. S. Ja doch. Shit. Ja, was macht Clownwetzer nochmal? Komm, Stab, Karate, Schlag. Okay, ne? Nee, die hat eine Scheiße. Nur Scheiße. Wir nehmen Schraubenboy. Hohe Defense, glaube ich.
Okay, der schnüffelt uns. Weiß nicht mehr, was das macht. Donnerschock. Au. Oh. Stimmt, wir sind Stahl. Ja, das war natürlich sehr dumm. Okay, wir hoffen, dass er... Er will sterben. Ja, das war dumm. Vergessen, dass er Stahl ist. Doppelkick. Mein Gott. Okay. Jawohl. Mein Gott, habe ich gerade Probleme mit meinem Controller. Wenn es gerade jetzt etwas übertrieben ist, aber wir haben 8 Beleber. Wir leben mal Schraubenboy wieder. Geben ihm auch mal einen Trank. So. So. Kein Bock zum Poker-Sender zu laufen. Alright. Was auch immer das hier ist. Also es ist einfach nur ein Ort, an dem man gegen Trainer kämpft. Gut, von mir aus. Urlauber Oma. Oder Oma. Nicht sehr effektiv. Flügelschlag ist effektiv. Oh. Setzt auch noch Härten ein, der Typ. Oh. Boah, nervig. Aussetzer, jetzt kann ich die Attacke nicht mehr an. Ja. Nicht mehr benutzen. Dann halt Karateschlag. So. Okay. Tja, Oma. Kein Essen für dich? Okay. Wir kriegen ein Geschenk. Honig. Aber wie dumm war... Richtig weird, alles klar. Ich hier auch... Ultima-Attacke beibringen. Okay. Ultimative Attacke. Hä? Plätschern. Okay. Dann werde ich alle Starter. Kombi-Attacke, ja! Kitty-Cut, jupp. Das ist eine Kombi-Attacke. Ist noch nicht zutraulich. Okay. Alle waren ein Adamant-Orb. Keine Ahnung, was das alles ist. Okay. Schau mal hier. Klamotten. Ist mir egal. Da waren wir. Mehr ist hier nicht. Wow, ist ja komplett sinnlos. So, dann gucken wir doch mal. Nein. Auf den Routen. Nicht wahr?
Hier? Ach so, ja, Moment. Bap. Was haben wir hier? Sternenstück. By the way, einmal ins Pokémon Center. Was gleich hier kommt. Oder? Der Junge ist ja vergiftet. Flieh! Hallo? Wow, Tauros ist so fett. Okay. Geil, da sieht man die Pokémon richtig. Finde ich nice.